Pauline, c'est un plaisir de t'avoir ici à Hambourg. Pareillement. En fait, tu es à Hambourg, mais tu... Ah, attends, on va la faire en allemand, parce que sinon, les auditeurs ne vont pas nous comprendre. Pauline, das ist wunderschön, dass du hier in Hamburg bist. Ein Glück für uns, weil eigentlich du kommst... Woher kommst du?
Ich komme aus Frankreich, aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Schweiz, Besançon. Aber ich habe auch für ein paar Jahre in Paris gewohnt und studiert. Oh, Paris kenne ich gut. Ah. Komme ich auch vor. Ah, schön. Und okay, dann du warst in Paris. Und was hast du, warum bist du von Besançon nach Paris gekommen? Ich habe für die Universität. Ich habe ein paar Jahre in der Sorbonne studiert und auch in der Conservatoire de Paris. Und dann bist du nach wo gegangen? Danach. Ich habe in Amsterdam studiert, in den Niederlanden. Und ich wohne jetzt in The Hague. In The Hague, okay. Ja, in Den Hague. Und wie bist du denn, wie kennst du Hamburg? Es ist dann so viele Orte. Ich sage, wir müssen immer reisen, das die Leben. Weil ich war in Hamburg das erste Mal mit meiner Lehrerin, Michaela Schuster. Sie hat ein paar Masterkurse in Hamburg gegeben. Und ich war dabei und ich finde die Stadt super schön. Und ich habe ein paar Leute getroffen und wir haben uns getroffen auch. Und jetzt habe ich ein paar Freunde hier und ich habe Arbeit und ich bin ganz oft in Hamburg. Oh, toll. Ja, jedenfalls hat mich sehr gefreut, dass wir wieder zusammen was machen dürften. Es war zu lang. Und ja, und das in ein. In die Stadt, wo Gustav Mahler auch gelebt hat. Ja, es ist eine super Möglichkeit, diese Mahler-Lied zu singen, weil in dieser Stadt, das ist ja, toll. Die Hechte bleiben Diebe, die alle wir lieben. Die Predigt hat gefallen, sie bleiben wie allen. Die Krebs geht zurück, die Stockfisch bleibt dicke, die Karpfe will fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat gefallen, sie bleiben wie allen. Die Predigt hat gefallen, hat gefallen.